eben erst vom Vorfeld angeschlagen wurden. Da dürfen wir uns heute nicht nur auf eine tolle Unterstützung von den Rängen, sondern auch auf ein sehr offensives Spiel. Erstes Foul in dieser Partie von einem Innsbrucker. Manuel Schmidt mit dem Foul an Marin Matos. Und Ilzanker. Matos sieht, dass auf der linken Seite mehr Platz ist als Enzenberger. Zellmann hätte da gerne den Freistoß, bekommt er nicht. Und jetzt müsste es einmal schnell gehen bei den Juniors. Matos verschleppt das Spiel aber etwas. Matos in der Mitte, geht Vujic zu Boden, aber das Spiel läuft weiter. Nicht registriert von Schiedsrichter Eisner. Hat da auch keinen Vorteil angezeigt und Vujic wieder auf den Beinen. Brenn. Da sind die Innsbrucker auf beiden Seiten offen, rechts wie links, rechts zu Beginn. Angriff geht sich für die Juniors vielleicht noch aus, wenn es denn schnell geht. Piero Minoretti über rechts. Minoretti nicht zu Markus Unterreiner. Ja, der rechte Flügel eindeutig der stärkere heute bei den Innsbruckern. Einmal nach einem Freistoß, also ebenso wie die Führung, der Ausgleich aus einer Standardsituation und dann eine schöne Einzelleistung von Giorgi Rakic, die Norman Brenn abgeschlossen hat. Matos wollte dafür Kitzbichler spielen. Gefährliche Flanke von Piero Minoretti, der bald einen neuen Partner rechts am Flügel bekommen wird. Marcel Holzmann macht sich bereit für seine Einwechslung, wird für Enzenberger. Marin Matos, immer mehr Platz bei den Gegenstößen für die Juniors. Matos läuft da durch die gesamte gegnerische Hälfte. Jetzt wieder Holzmann. Holzmann, der ADEC ersten Liga bestritten. Ursprünglich war bei den Innsbruckern heute auch Santos.
Schuss.